Oh, alle laufen weg. Die Kleinen. Dabei mache ich heute gar nicht im Hohelied weiter. Also Das Kapitel 4 im Hohelied ist so extrem, dass ich es heute nicht machen konnte. Sonst hätte ich hier rote Ohren bekommen. Und ich wusste ja, dass eine Kindersegnung ist. Und dann sind vielleicht auch Verwandte da. Und dann dachte ich, nee. Da kann ich nicht über solche Sachen reden. Das ist zu anstößig vielleicht. Oder strange in der Gemeinde, aber egal. Ähm, ja, deswegen würde ich gerne über Matthäus 18, Kapitel 18 reden. Und zwar einfach aufgrund der Kindersegnung. Und ähm, ja, noch ein bisschen über Jesus und die Kinder sprechen. <laughs> Ich lese einfach mal die Verse vor, über die ich gerne sprechen möchte. Matthäus 18, Vers 1. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Wehe der Welt wegen der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was meint ihr, wenn jemand hundert Schafe hat, und eins von ihnen sich verirrt lässt er dann nicht die 99 auf dem We lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg um das verirrte schaf zu suchen und ich sage euch wenn er es findet freut er sich über das eine mehr als über die 99 die sich nicht verirrt haben genauso ist es bei eurem vater im himmel er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Ähm, ich denke, ähm, die eine der schlimmsten Sachen, die wir erleben können oder sehen können, ist, wenn Kinder leiden, ähm, wenn kleine Kinder schwer krank sind oder tödlich erkranken. Ähm, vielleicht im Kinderhospiz sind oder auf der Kinderstation mit Krebs. Und ich habe so einen unglaublichen Respekt vor den Menschen, die dort arbeiten und mit diesen Kindern arbeiten und sich hingeben, obwohl sie genau wissen, ja, dass sie dabei zuschauen werden, dabei sein werden, wenn diese Kinder dann ja, langsam gehen von dieser Welt. Und ich muss wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen. Ich selber arbeite schon seit ungefähr 20 Jahren mit Kindern, mit Kleinkindern. Und es macht mir unheimlich viel Spaß und es ist ein riesiger Segen. Ich arbeite im Kindergarten und bin Erzieher und habe auch in der Jugendarbeit hier in der Gemeinde gearbeitet. Und ähm, ja, es ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Freude. Aber wenn dann eins dieser Kleinen krank wird oder sich verletzt, gegen eine Wand rennt, eine Platzwunde hat, das, das geht alles noch, aber das ist schon schlimm genug. Neulich hatte eins von unseren Kindern voll extremes Nasenbluten im Kindergarten. Und okay, was machst du, wenn die Nase fünf Minuten blutet und es hört scheinbar nicht auf? Und, ne, und du denkst so, okay, ne, also es hört einfach nicht auf zu bluten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann hört auf und dann fängt wieder an. Und du denkst so, oh mein Gott, wie viel Blut kann dieses Kind verlieren, bevor es wirklich gefährlich wird? So, ne? Und ähm, ich konnte mich nicht an meinen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder erinnern, dass da über Nasenbluten geredet wurde. Aber ja, ist Gott sei Dank, ich habe gebetet ne, in der Situation, aber es ist unglaublich beängstigend. Alle hier, die Kinder haben, die schon, mal, die schon mal schwer krank waren, wissen, wie einen das einfach bis ins Mark, bis ins Innerste. Erschüttert, wenn dein Kind einfach unglaublich krank vor dir liegt. Wie man wirklich auch, ja, ich weiß nicht, das ist unglaublich. Und lass uns auch an Clara immer wieder denken, die auch immer noch im Krankenhaus ist und die auch eine unglaublich schwere Zeit hinter sich hat und die sich immer noch in einer sehr schwierigen Situation befindet, die kleine Clara mit ihrem ähm, Herz Herzen, ja. Ähm. In der Vorbereitung dachte ich oder kam wurde auf den Gedanken gebracht, dass es viel über uns aussagt, wer wir sind, wie wir über die Welt denken, was wir über Gott denken oder uns selber, dass das an dem sichtbar wird, wie wir mit Kindern umgehen. Vielleicht auch wie wir als Gesellschaft mit Kindern umgehen. Das sagt was über uns aus. Es sagt was darüber aus, wie wir das Leben verstehen. Wie wir diese Geschichte des Lebens von geboren werden, aufwachsen, Bildung, erwachsen werden und so weiter, je nachdem, wie wir unsere Kinder behandeln, das sagt was darüber aus, ja, letztendlich, wie wir alles sehen und wie, wie wir uns diese Geschichte so erzählen oder zurechtlegen. Es gibt so diese Extreme, die ihr vielleicht auch kennt. Auf der einen Seite bist du in Situationen oder du, du, du stehst so mit Leuten zusammen und man redet? Es kommt zu dem Thema Kinder und es gibt diesen Moment, wo man einfach sagt: oh, Kinder sind einfach so nervig, Digga. Ja, oh Alter, mein Sohn neulich, dies und das und so. Und dann, dann präsentiert man sich so, erzählt man sich so die krassesten Geschichten von seinen Kindern und wie, wie krass die nerven und äh, wie die einfach einen nur so hart zur Weißglut bringen können und auf die Palme bringen können und auf den Keks gehen können. Und wie, wie schwer das ist als Eltern, das nicht auszurasten, nicht auszuflippen. Und dann erzählt man sich wirklich diese Horrorgeschichten. Und die sind teilweise auch einfach real. Es ist ja so. Unsere Kinder können uns, glaube ich, wie niemand anders auf die Palme bringen. Also kein anderer weiß meine Knöpfe so gut zu drücken, glaube ich, wie, mein, wie vor allem wie mein älterer Sohn. Ich glaube, es gibt niemand, der besser weiß, wie man mich... Ja, aufregen kann, wütend machen kann als er. Und das wird auch noch besser, er wird darin noch besser werden, das weiß ich. Er ist erst sechs, also ähm, unsere Kinder kennen uns eben auch einfach unglaublich gut. Das hat ja auch einen Grund. Sie verbringen unglaublich viel Zeit mit uns, sie verbringen ja besondere Zeiten mit uns. Aber es gibt irgendwie so diese eine. Diese eine, ja, weiß ich nicht, Stimmung oder Bewegung, dass wir Kinder einfach so als Störenfriede wahrnehmen. Ja, die, die, stören unseren normalen Alltag, sie stören unser Erwachsenenleben. Oh, ich könnte so viel schaffen, wenn meine Kinder nicht da wären. Dann könnte ich so viel im Haushalt schaffen. Ja, dann sehe das hier ganz anders aus. Aber jetzt sieht ja alles aus wie eine Katastrophe. ja? Die Küche, nichts gemacht. Ja, ich musste mich heute nur, meine Frau, ich musste mich heute nur um Nehemia kümmern. Er hat nur geheult die ganze Zeit. Ich bin zu nichts gekommen. Ja, ich weiß, dass sie recht hat. Es gibt diese Tage, da zerscheppern dir deine Kinder wirklich jeglichen Plan, den du für den Tag hattest. Und alles, was du eigentlich machen musstest, kannst du nicht machen. Weil da dein Kind ist. Ja, Kinder können stören. Sie sind auch störenfriede, weil sie eben keine Maschinen sind oder Spielzeuge, die wir irgendwann mal gekauft oder bestellt haben, mit denen wir ein bisschen spielen, wenn wir Bock haben und die wir dann ins Regal legen. Ja, so wie unsere Spielekonsole oder was weiß ich, womit ihr so gerne spielt, eure Spielkarten oder. Was auch immer, womit ihr euch gerne beschäftigt, euer Staubsauger. Äh, ich weiß nicht, wer sich hier gerne mit seinem Staubsauger Es gibt ja Staubsauger-Enthusiasten ähm, oder andere Maschinen, Autos. Vielleicht hier in Deutschland waren es zumindest mal Autos, die unsere Herzen haben höher schlagen lassen, für die wir uns so richtig begeistern konnten oder immer noch können. Ja, aber Kinder sind keine Autos, die man in die Garage fährt und dann ausschaltet und dann steigt man aus und macht was anderes. Und äh, die schaltest du auch nicht einfach ab und tust in den Schrank. Und alle Eltern kennen das wahrscheinlich. Abends würde man das wirklich gerne mal machen, so um acht, das Kind ausschalten und ins Bett legen <laughs> und dass es dann einfach da bleibt und einfach aus ist und schläft, bis es neue Kraft hat und morgens wieder aufwacht. Das wäre manchmal wirklich traumhaft. Aber nein, Kinder können auch unsere Nächte in Tage verwandeln. Und alle, die hier gerade schwanger sind, <laughs> stellt euch schon mal drauf ein: auf wenig Schlaf. Sehr wenig Schlaf. Ja, dann denkt man so: Ja, das ist so, wenn die Babys sind, aber was ist, wenn das so weitergeht? Und wenn dein Sechs-, 6-, Sieben-, 7-, Achtjähriger auch nicht gut schlafen kann. Manche Eltern hier kennen das vielleicht. Das ist, ist krass. Du kannst die Kinder nicht anschalten, ausschalten, du kannst sie nicht programmieren. Teilweise passen sie einfach komplett nicht in unser Leben, so wie sie sind. Weil unser Leben haben wir ohne Kinder gelebt. Jetzt kommt dieser Mensch. Der ist aber vielleicht gar nicht so, dass er in dieses Konzept passt, was wir bisher hatten für unser Leben, in unsere Gewohnheiten, in unsere... Ja, tief eingeschliffenen Gewohnheiten. Wisst ihr, ich habe ähm, meine Frau und ich, wir haben früh geheiratet mit 20 und wir dachten, ja, sofort Familie gründen, sofort Kinder, das wäre doch der Hammer. Dann sind wir so, mein Traum war so ein junger Papa zu sein, weißt du, so ein richtig junger Papa, der gerade noch so teeny war und dann habe ich schon so meine Jungs und dann machen wir alle möglichen krassen Sportarten oder geilen Abenteuer zusammen. So. Und dann kamen aber keine Kinder. Ne? Wir haben probiert und probiert. Macht ja auch Spaß am Anfang. Am Anfang sage ich, es <laughs> macht immer noch Spaß, aber am Anfang sage ich mit dieser Erwartung, dass jetzt Kinder kommen. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn dann nach ein, zwei Jahren immer noch keine Kinder da sind, nach drei, vier immer noch nicht. Letztendlich haben wir 13 Jahre auf Kinder gewartet und versucht, eine Familie zu gründen. Und ich sage das jetzt so locker weg, aber die 13 Jahre waren zum Ende hin sehr schwer, wenn es zum Thema Kinder kam. Gott sei Dank, Gott ist gut, er hat unsere Ehe gesegnet, wir haben, wir haben uns echt lieb, wir haben eine gute Zeit zusammen. Aber immer, wenn es zum Thema Kinder kam, war es schon hart. So. Und immer, wenn Laura ihre Tage gekriegt hat, war es besonders hart, einfach zu sehen, wieder nicht schwanger, es hat wieder nicht funktioniert. Was ich damit sagen will, ich habe unglaublich lange ohne Kinder gelebt. Also auf meiner Arbeit hatte ich immer Kinder um mich. Das heißt, ich bin natürlich Kinder unglaublich krass viel mehr gewöhnt als viele von euch. Ja, ständig mit Kindern zusammen zu sein. Das ist für mich total die verrückte Vorstellung, dass manche Erwachsene wirklich fast ihr ganzes Leben ohne Kinder verbringen und dann nur, wenn sie nach Hause kommen und die Kinder noch jung sind, dann haben sie so ein bisschen diesen Kinderstil, weißt du. Aber weil sie Vollzeit arbeiten und ihre Hobbys und so haben, sind sie die meiste Zeit ihres Lebens vielleicht Viele von uns leben ja auch gar nicht mehr in solchen Großfamilien, wo dann irgendwie 15 kleine Cousins um die Ecke kommen und irgendwie, äh, <laughs> manche von uns haben das erlebt, aber die wenigsten, oder? Kinder sind manchmal ganz schön rar, finde ich, so in unseren deutschen Kreisen. Hier in der Gemeinde ist es noch relativ äh, kinderreich, aber wie viele Menschen leben wirklich ganz lange, wirklich ohne, dass Kinder auch nur in der Nähe sind, in ihre Nähe kommen, ja? Also, so war es bei mir ja nicht. Aber trotzdem habe ich lange auf diese kleinen Kinder gewartet. Ja, Kinder, die direkt bei uns wohnen. Kinder, die unsere Kinder sind. Und dann, dann richtet man sich ja auch so ein. Ich meine, wir haben wirklich, ja, wir waren jetzt schon wirklich lange verheiratet. Und dann kamen diese Kinder und ich sag euch, die haben, das war wirklich wie eine Bombe. Unser erstes Kind. Wirklich, das das, das wirklich das. Eine positive Bombe, aber wirklich eine Bombe, weil so ein Kind stellt wirklich alles auf den Kopf. Also vieles, vielleicht nicht alles, aber eine ganze Menge. Und mehr als ich dachte. Und ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Ich bin doch Erzieher. Ich weiß doch, wie man mit Kindern umgeht. Ja, kein Problem. Wirklich kein Problem. Kinder passt. Und ja, vielleicht ist es für mich auch nicht so krass wie für andere Männer in meinem Alter. Ich glaube, so mit 40 und so, da fängt dann lang, die Nerven werden schlechter. So Merke ich ja auch. Ja? Mit 20 war ich anders in der Kita als mit 40, ja, normal. Mit 50 erst und mit 60. Ich meine, klar, das wird immer schwieriger so. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall schon, schon echt ein sehr, sehr heftiges Erlebnis. Kinder in der Antike, das ist ja so alles Jetztzeit, ne? aber Jesus spricht ja zu seinen Jüngern. Er spricht. Zu Menschen ja in der Antike, ja wie wurden Kinder denn dort überhaupt gesehen? Jesus stellt hier ein Kind in ihre Mitte, aber wie haben die Jünger mit welchen Augen haben die Jünger auf dieses Kind geguckt? Was war das Kind für sie? Was waren Kinder für sie damals? Ähm, Kinder wurden damals oft nur als halbe Menschen angesehen bis sie in die Pubertät kamen, bis sie sozusagen heiratsfähig waren. Ähm, und da werde ich ein paar Beispiele einfach für nennen. Vielleicht war es wirklich einfach aus dem Grund, dass sie eben einfach noch nicht als, und das klingt jetzt vielleicht sehr schockierend für euch, aber eigentlich bis zu dem Moment, wo sie nicht als Sexualpartner interessant waren, für die Erwachsenen waren sie eigentlich nicht so wichtig. Aber ab dem Moment, wo sie, Sexu, also wo sie als Sexualpartner in Frage kam, und das war damals noch früher als heute, in einer gewissen Art und Weise, ich meine, heute ist auch schon früh mit Sex und so weiter, aber dass Erwachsene sozusagen Bock haben auf kleine 13-jährige Kinder oder so, und das war in manchen Gegenden... In Griechenland gab es da eine regelrechte Einrichtung für, dass so ein Onkel sich so einen kleinen Jungen dann äh, so ein Patenonkel ein auf den, aber mit Sex. Ja, klingt jetzt total schockierend. Vielleicht haben von einige von euch das in der Schule auch gelernt, aber das war so bei, bei den Griechen. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle Griechen so praktiziert haben, aber es war, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Und diese Patenonkels haben dann auch den Jungs ganz viel beigebracht und so, aber eben auch die Liebe beigebracht, ja? So muss man sich das mal vorstellen. So viel ich weiß, war das in Israel nicht so. Das war schon noch mal was ganz anderes, aber Griechenland war gleich nebenan und der Hellenismus war überall. Der war auch in Israel hatte auch Einfluss. Was viele auch gar nicht wissen, ist, dass Kinder nach der Geburt einfach ausgesetzt worden sind früher äh, im Römischen Reich. Das passierte vor allem Mädchen. Also, wenn du dein Kind bekommen hast und du sahst, es war ein Mädchen, haben sich viele Väter, es war die Entscheidung der Väter, und zwar wirklich so eine, so eine Art äh, Ritual, wenn der, dem Vater wurde das Kind vorgelegt nach der Geburt. Wenn der Vater das Kind angenommen, also hochgehoben hatte, dann durfte das Kind leben und wurde, wurde sein Erbe und wurde als dieser Erbe großgezogen. Wenn der Vater das Kind liegen ließ, dann war das sein Todesurteil. Dann wurde dieses Kind von einem der Sklaven nach draußen gebracht. Viele Dörfer hatten so einen Platz, wo man diese Babys ablegte. Und dann Könnt ihr euch vorstellen? Kamen nachts wilde Tiere vielleicht vorbei. Manche verhungerten einfach. Immer wieder erbarmte sich auch jemand dieser kleinen Wesen und sprach es sich herum ja im Dorf, wenn jemand ein Kind gekriegt hatte und sprach sich auch die Entscheidung sprach sich sicherlich auch um. Immer mal wieder haben Sklaven das Kind gerettet, haben es selber großgezogen. Es war dann aber sozusagen ein Sklavenkind und nicht das Kind, von dem, gut, das ist ein ziemlich kompliziertes Recht gewesen, aber ähm, die Kinder wurden eigentlich dem Tod oft übergeben, im, ja, nach der Geburt direkt. Es passierte aber auch, dass diese Kinder eingesammelt wurden, diese kleinen Babys, von Menschen, die sie dann zu Sexsklaven großgezogen haben, also in die Prostitution wurden sie direkt erzogen hin und mussten dann dort ihr Leben verbringen. Also ziemlich brutal, und das drückt das vielleicht aus mit dem halben Menschen, was ich meinte. Kleine Kinder hatten eigentlich nicht, vor allem in der römisch-griechischen Kultur, den Wert eines ganzen Menschen, der geschützt werden muss, der eine Würde hat. Das war nicht so. Das Kind war fast mehr eine Art Gegenstand, über den verfügt wurde. Ähm, auch Väter durften auch darüber hinaus über den Tod ihres Kindes entscheiden. Wenn zum Beispiel dein Sohn etwas sehr Schlimmes gemacht hatte, durfte der Vater ein Todesurteil fällen über seinen Sohn. Also es war schon sehr, sehr krass teilweise. Also es war schon eine andere Sicht auf Kinder damals da, als wir sie heute hier haben. Ich spreche jetzt wirklich nur für uns hier in Hannover, weil die Sicht auf Kinder ist schon verschieden auf der ganzen Welt, ne? schon auch unterschiedlich. Es gab natürlich auch Eltern, die ihre Kinder heiß und innig geliebt haben. Ich mache jetzt hier so ein Horrorbild irgendwie. Und das war nicht alles nur der Horror in der Antike mit Kindern. Ähm, wir, wir kennen römische Grabinschriften von römischen Gräbern, wo, wo sehr krass geklagt wurde über den Tod von Kindern, wo wirklich auch sehr die Eltern sehr deutlich sagen. Also ihr müsst euch vorstellen: Auf diesen Grabsteinen waren oft so Hallo Fremder, hier liegt, äh, hier liegt der Adi. Ich war immer. <laughs> Sorry, dass ich dich jetzt nicht <laughs> Aber äh, ich war immer so fröhlich und spielte mit meinem kleinen Ball. Und auch die Hühner habe ich gerne geärgert. Aber alle haben mich geliebt und gemocht und gerne geknuddelt. Aber nun bin ich dem Hades übergeben worden oder so. Geh jetzt weiter, Fremder. <laughs> so geil, diese Grabsteine. Müsst ihr euch mal durchlesen. Aber auch teilweise sehr krass. Ne? Also es gab Eltern, die wirklich sehr gelitten haben. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, dass du eigentlich, du wusstest nicht, ob dein Kind das sechste Lebensjahr überhaupt erreichen würde. Es sind unglaublich viele Kinder vor dem sechsten Lebensjahr gestorben damals. Auch das war ganz normal leider. Und es war, es war unmöglich, das zu verhindern. Die Medizin war einfach noch nicht so weit. Die Kinder sind an Krankheiten gestorben, die wir heute behandeln können. Und die, die Todesrate unter Kindern war einfach unglaublich hoch. Du konntest eigentlich davon ausgehen, wenn du eine Familie besucht hast, mindestens, mindestens ein Kind hatten sie schon verloren. Also du hast Menschen getroffen, die mindestens schon einmal ein Kind begraben mussten. Das war völlig normal. Und Mädchen waren natürlich die verletzlichsten und schwächsten Kinder, die es überhaupt gab. Kleine Mädchen, so wie Milen heute. Die waren wirklich äußerst, ähm, ja, äußerst gefährdet, äußerst verletzlich und wir können uns vorstellen, dass Jesus hier vielleicht ein kleines Mädchen in die Mitte dieser Männerschar stellt, ja, diese jungen kräftigen Männer, die Jesus nachgefolgt sind, alle vielleicht so um die 20 rum, vielleicht ein bisschen älter. Sie sitzen da und sprechen darüber, wer wird in Gottes Königreich der größte sein? Ja, wer wird die wichtigste Position haben? Wer wird Energieminister? Wer wird Wirtschaftsminister? Wer wird Finanzminister? Wenn Jesus in Jerusalem auf dem Thron sitzt, wer wird der Schatzmeister sein? Wer wird der äh, Wer wird der ähm, Kriegsminister? Hätte ich was gesagt? Ja, also diese Posten, die mussten verteilt werden. Die Jünger haben sich darum gestritten. Wer macht dann was? Und wer kriegt die wichtigsten Jobs? Ganz menschlich, oder? Aber Jesus war nicht damit einverstanden. Jesus wollte nicht, dass es so ist unter seinen Jüngern. Und deswegen stellt er dieses vielleicht kleine Mädchen in ihre Mitte. Wir wissen ja auch gar nicht, wie alt das Kind ist. Und er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und mit Himmelreich meint Jesus nicht, könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Das denken viele. In Matthäus wird immer vom Himmelreich gesprochen. Damit ist aber nicht das der Himmel gemeint, sondern das Reich der Himmel, das Königreich Gottes, von dem Jesus in den anderen Evangelien spricht. Es ist, wenn der Himmel sozusagen herrscht auf der Erde, wenn Gottes Königreich kommt. Denn das war ihre Vorstellung. Danach fragen sie Jesus zum Beispiel auch, wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, in der Apostelgeschichte Kapitel 1 oder 2 sagen sie, wann wird das Reich anbrechen? Wann kommt das Himmelreich, Jesus? Wann beginnt Gottes Regentschaft hier auf Erden? Also Sie sagen, Jesus sagt jetzt hier nicht, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Nein, ihr könnt nicht in das Himmelreich kommen. Ihr werdet. Ihr streitet euch darüber, wer der Größte, wer, wer der Finanzminister wird in meinem Königreich. Wenn ihr nicht so werdet wie dieses kleine Mädchen, könnt ihr da nicht mal reinkommen in mein Königreich. Geschweige denn irgendeine höhere Position dort einnehmen. Mit dieser Herzenshaltung werdet ihr keine Rolle spielen in meinem Königreich. Man kann auch übersetzen, wenn ihr euch nicht völlig umkrempeln lasst und wie Kinder werdet. Ich finde das Wort umkrempeln so cool. Also Buße tun, sich umkrempeln lassen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Kleidung umkrempelt, aber es ist doch immer wieder faszinierend, ne? wenn vor allem die Kleidung, die Stoffe so zweifarbig sind oder so. Es gibt ja auch diese Jacken, die man dann so umkrempeln kann. Auf einmal hast du eine ganz andere Jacke. Verrückt, oder? Und genau so, das muss Gott mit den Jüngern, das muss mit den Jüngern noch passieren. Sie müssen sich umkrempeln lassen. Sie müssen ganz anders lernen zu denken. Sie müssen das Innere, das Äußere, so wie Sie jetzt denken, muss umgekrempelt werden. Und das, was Jesus von Ihnen möchte, das muss nach außen treten. Das muss, ja, so müssen Sie denken. Sie müssen wie Kinder werden. Denn hier in seinem Himmelreich wird nicht der stärkste oder schönste oder schnellste oder mutigste Held der größte sein was man eigentlich vermuten würde, sondern die Schwachen, die Armen und die Kleinen. Und die Ersten werden in diesem Königreich die Letzten sein und die Größten werden die Kleinsten sein und umgekehrt. Jesus stellt alles auf den Kopf in seinem Königreich. Es ist nicht Survival of the Fittest. Ja, Survival of the Fittest ist entgegengesetzt von Gottes Königreich. Die Jünger hätten sich bestimmt nicht gewundert, wenn Jesus so einen kräftigen jungen Mann in ihre Mitte stellt, so wie Phil Herr zum Beispiel, ja, so ein richtig guter, durchtrainierter, großer, junger, begabter Mann. Er stellt ihn in ihre Mitte und sagt Wenn ihr nicht so werdet wie dieser junge, kräftige Mann, dieser Held, denkt nicht, dass ihr in mein Königreich irgendeine Rolle spielen werdet. Das ist der Standard, Leute. Ab ins Gym pumpen laufen Denkt ihr hier ihr Stoffel, ihr fettleibigen, kommt in mein Königreich und werdet irgendeine Rolle spielen? Ich brauche fitte Leute. Ich brauche Leute mit Kraft, mit Power, die was darstellen, die müssen auch was repräsentieren. Es hätte die Jünger überhaupt nicht, es hätte sie wahrscheinlich beunruhigt, wenn sie an sich so okay. Ich weiß nicht, wie die Jünger aussahen. Also gut, es waren Handwerker, Fischer, die waren bestimmt nicht so dick wie ich, aber die waren bestimmt auch keine Bodybuilder. Und Helden waren sie bestimmt auch nicht. So, zumindest keine tapferen Kriegshelden oder so. Ja, sie waren vielleicht Helden auf dem See mit, mit Fische fangen und so weiter. Ja, vielleicht hätten sie es mit der Angst gekriegt. Aber ich glaube, jetzt kriegen sie es auch mit der Angst, wo dieses kleine Kind in ihrer Mitte steht. Und Jesus sagt, das ist der Standard und so sollt ihr werden. Und die Jungs so, was? Was? Wie soll das denn gehen? Was meinst du denn damit? Ich glaube, was er meint, ist, darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ihr seid viel zu stolz. Ihr seid stolze Gockel. Ihr denkt, ihr werdet hier die neuen, die neue ähm, Entourage des Königs. Ihr seid hier die Regierung. Nein, demütigt euch erstmal. Werdet erstmal, macht euch erstmal klein, lernt erstmal Demut. Erniedrigt euch selbst, Leute. Wir können uns selbst erniedrigen. Wisst ihr was? Wir werden nicht nur erniedrigt zufällig von anderen Menschen. Ja, das passiert auch und das ist sehr unangenehm. Wenn andere Leute uns falsch ansprechen, dann sind wir auch gleich auf 180. Was erlauben Sie sich? Moment mal. So lasse ich aber nicht mit mir reden. Ne? Auch wenn Kinder uns falsch ansprechen, auch, ganz, auch immer ganz toll. Was denkst du eigentlich, wer du bist, Kleiner? Weißt du, wen du hier vor dir hast? Ich bin Stefan der Dritte, Großkönig der Löwenkinder. Seine Majestät, Jugendpastor. Der Fünfte? Weißt du, wie viel Lebenserfahrung ich habe? Ist ja so, unsere Kinder sind manchmal auch echt vermessen, ne? Die, dann denkst du so, ey, Bro, Also ist ja es ist ja geht ja auch nicht, ne? Aber wie Kinder auch manchmal reden so mit uns, ist. Aber, will darüber, aber es ist doch dieser Stolz. Wir sind doch so stolz, wirklich ehrlich. Und selbst die von euch sagen, die sagen, ich bin nicht stolz. Ihr, doch, <laughs> doch, du bist auch stolz. So, guck mal, ich arbeite in einem Kinderberuf, ja. Leute gucken auf mich runter. Andere Männer, ich weiß nicht, ob Pavel das auch kennt. Wir sind ja mittlerweile wenigstens Leitung von Kindergärten. Aber ich habe das schon öfter erzählt, wenn du so anderen Männern so erzählst, so ja, und so, ja, ich bin Ingenieur, so. Hm. Ja, ja, ich bin so IT-Fachmann, so, hm, cool. Ja, ich bin Tischler und so, ja. Was machst du so? Ja, ich arbeite im Kindergarten. Oh, toll, toll, ja, richtig, finde ich total gut, ey. Nee, ist auch total wichtig, du, ist auch total wichtig. Yo. Jemand, der nicht als Mann Erzieher ist, kann sich nicht vorstellen, wie... Kacke man sich fühlt in solchen Männerrunden, wenn es um die Jobs geht. Und dieses Mitleid, dieses mitleidige Tollfinden, können sich die Leute auch sonst wohin hinstecken, denkt man dann. Was natürlich voll. Ich, die Leute meinen ja gut. Die meinen total gut. Und ich, ich nehme es ihnen auch gar nicht böse so. Also, wenn ihr jemals sowas zu mir gesagt habt, alles gut. <laughs> ich merke mir das auch nicht. Ich weiß, dass es so ist. Ja, da müssen ja auch viel mehr Männer hin und so und mit Lego spielen <laughs> und kneten, ja. Wie, wie bist du so im Kneten? Wie sind deine Skills im Kneten? so? Ja, ich habe neulich eine Schnecke gemacht, ich habe eine Brezel, ich kann eine Brezel machen, ich kann Cake Pops machen, ich kann, ich habe jetzt neulich gelernt, Bügelperlen zu machen mit den Kids, so. Wow, krass. Ich habe gerade gelernt, wie man so einen ganzen Rechner umprogrammiert und so ein Server Center irgendwie neu aufsetzt. Ja, ich habe jetzt auch. Wir haben jetzt eine neue Mikrowelle in unserer Kindergartenküche. Die kann ich jetzt auch bedienen so. Ihr versteht so ein bisschen. Ja, vielleicht so die Frauen unter euch, die so Hausfrauen sind. Die mitleidigen Blicke der anderen Frauen, die arbeiten. Ach, du bist Hausfrau. Mhm. Vielleicht kennt ihr das Feeling so ein bisschen, ja? Was ich sagen will, ich weiß, wie das ist, wenn man so ein Beruf macht oder vielleicht als jemand, der Raumpfleger ist, fühlt man sich vielleicht auch oft gedemütigt oder klein und äh, nicht wichtig. Und aber Jesus sagt, hey, man, man wird nicht nur gedemütigt und man wird, nicht nur, ähm, man wird nicht nur erniedrigt, wir sollen uns selbst erniedrigen. Kommt mal runter von eurem hohen Ross Jungs, steigt mal ab von eurem Ross, legt mal euren Stolz beiseite, lasst das mal wirklich alles fahren. Versteh mal, dass du ein Kind bist in Gottes Augen und dass du auch ein Kind sein solltest. Und diese ganze Erfahrung, die du hast, das ist alles gut, das ist alles wichtig so. Aber verstehe auch, wie klein du bist, was du für ein Wurm bist in Gottes Augen. Ein Staubkorn, Dust in the Wind, eine Blume, die kurz aufblüht und dann vergeht. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden und es wäre auch lieb, wenn du nicht reinquatscht, aber seht dieses Kind, sagt Jesus, nehmt es euch zum Vorbild, lernt von den Kindern. Und das sagt er zu Männern und nicht zu Frauen. Wer ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus dann noch. Willst du Jesus bei dir zu Hause aufnehmen? Willst du, dass Jesus dir ganz nah ist? Dann nimm ein Kind auf. Dann nimm ein Kind bei dir zu Hause auf. Um seinetwillen. Nicht für dich, nicht damit du Fun hast, nicht damit du endlich eine Familie bist, nicht damit du jemanden zum Spielen hast und nicht mehr so alleine bist und weil du Kinder so süß findest und Kinder machen das Leben ja so viel schöner. Deswegen will ich jetzt Kinder adoptieren. Nein, mach es um seinetwillen. Mach es für die Kinder, mach es nicht für dich. Wenn du Kinder haben willst, mach es nicht für dich. Wisse dass du für die Kinder da sein sollst. Die Kinder sind nicht dein Spielzeug, sie sind nicht für dich da, sondern du musst für deine Kinder da sein. Das ist sehr wichtig. Und Jesus wird es dir anrechnen, als ob du ihn persönlich bei dir zu Hause in ein Gästezimmer gegeben hast, er bei dir essen darf, er bei dir trinken darf, er bei dir schlafen darf. Jesus hat öfter solche Dinge gesagt. Hey, ihr habt mir zu trinken gegeben. Wann haben wir dir denn zu trinken gegeben? Ja, ihr habt diesem armen Mann was zu trinken gegeben. Dadurch habt ihr mir was zu trinken gegeben. Ist das nicht cool, wie wir Jesus dienen können, wie wir Jesus lieben können, indem wir unseren Nächsten lieben? Ist das nicht toll? Ich finde es total genial. Und jetzt kommt aber auch noch eine Warnung an die Jünger, die sehr heftig ist. Erstmal ist es, hey, werdet wie die Kinder. Und jetzt kommt eine Warnung. Wer aber einen von diesen gering geachteten Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, dem käme, der käme gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in die Tiefe des Meeres versenken würde. Das ist eine sehr, sehr drastische Warnung an die Jünger. Und es ist wahrscheinlich auch eine Art Übertreibung, wie so eine Art, ja, Jesus treibt es hier völlig auf die Spitze, aber das, was er sagen will, kommt rüber, oder? Pass auf mit diesen Kleinen, sie stehen unter dem besonderen Schutz Gottes. Und jeder, der ein dieser Kleinen zu Fall bringt, für den wäre es noch nett. Wenn er so versenkt wird im Meer mit Betonschuhen. Also Finger weg von den Kleinen. Nimm die Finger weg von den Kleinen. Wir dürfen unsere Kinder nicht missbrauchen. Und ist es nicht eine Tragik und ein Drama, dass gerade in den Kirchen Kinder missbraucht werden? In christlichen Kirchen werden Kinder missbraucht. Und das ist doppelt und dreifach traurig, schrecklich, dramatisch und grausam. Denn unsere Gemeinden sollten ein Schutzraum sein für Kinder, eine feste Burg, in denen sie sicher sind vor all den Wölfen da draußen, um es jetzt auch mal bildlich auszudrücken. Aber was machen die Wölfe in unserer Mitte? Wie können wir zulassen, dass sie in unserer Mitte sind und unsere Kinder antasten? Wie können wir nicht sofort und ich weiß, dass auch in Sportvereinen Kinder missbraucht werden. Das wird immer auch gerne. Es ist auch schön, auf der Kirche rumzutrampeln, vor allem auf der katholischen Kirche, so herrlich altmodisch wie die sind und, und so weiter. Es ist auch eine schöne Sache. Da hat man auch ein schönes Opfer, da kann man schön drauf schießen. Aber man weiß auch aus Untersuchungen, dass genauso viele Kinder wahrscheinlich in Sportvereinen missbraucht werden oder in anderen Vereinen. Eigentlich überall da, wo Erwachsene was mit Kindern machen. Und das ist sehr schrecklich und tragisch. Aber gerade in der Kirche sollte es eben nicht so sein. Gerade in der Kirche sollte die Statistik so runtergehen, dass wir ein Zeugnis für die Welt, dass Christen anders sind, dass Christen anders unterwegs sind, dass das Evangelium, dass Jesus uns wirklich ändert und wir wirklich andere Menschen sind. Und auch wir als Gemeinde arbeiten gerade an einem Kinderschutzkonzept für unsere Kinderarbeit. Gerade jetzt da drüben sind ganz viele Geschwister echt so lieb und passen auf unsere Kinder auf. Und die passen nicht nur auf die auf, dass die sich nicht die Köpfe einschlagen oder irgendwo runterfallen, sondern die machen auch wirklich einen Kindergottesdienst mit denen. Die spielen mit denen, die lesen ihnen was vor und so weiter. Wirklich, das ist viel Vorbereitung. Und betet auch für diese Geschwister. Das ist so ein wichtiger Dienst. Und die Art und Weise, wie viel, ähm, wie viel, wie viel, ähm, Emphasis, also wie viel Schwerpunkt wir legen auf unsere Kinderarbeit, sagt was über uns als Gemeinde aus. Wie wichtig sind uns denn Kinder? Oder Hauptsache, der Erwachsenengottesdienst ist cool. Und die Kinder müssen wir irgendwo einfach nur wegverstauen, ja, dass sie uns nicht nerven. So. Hauptsache wir haben eine gute Zeit, oder? Nein, wir müssen wirklich da dranbleiben im, am Kinderdienst. Unser Kinderdienst sollte so klasse sein, er sollte schön sein, es sollte den Kindern Spaß machen und nicht weil wir irgendwie da ein riesen Ding von aufziehen, aber weil da einfach Leute mitarbeiten, die die Kinder lieb haben, die für sie da sind, wo die Kinder sich wohlfühlen, die wirklich ein Herz haben für Kinder. Und ich glaube, das würde Jesus so freuen. Und er freut sich, glaube ich, auch. Wir haben einen großen Kinderdienst und Kinder spielen in unserer Gemeinde eine große Rolle. Aber ich glaube, sie dürften ruhig noch ein bisschen mehr in die Mitte kommen und in die Mitte gestellt werden. Dann sagt Jesus etwas Komisches und keine Sorge, ich bin auch gleich fertig mit meiner komischen Predigt, aber ähm, er sagt was über Engel. Und das fand ich, fand ich total spannend. Ähm, Vers 10. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen, denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Komischer Vers. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, mit den Engeln im Himmel und dem Zugang zu Gott und ähm, Zugang steht hier in der neuen Genfer. Ich glaube, bei euch. Ähm, steht irgendwas mit angesicht sie dürfen das angesicht gottes schauen stimmt das genau ja richtig genau und das hat was mit jesaja 6 zum beispiel zu tun ja in jesaja 6 steht ähm, jesaja hat diesen traum er tritt in den thronsaal gottes und was sieht er dort er sieht dort seraphim standen über ihm ja also er ist in diesem tempel er sieht den thron gottes und dann beschreibt er, Jesaja 6, Vers 2, Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Seraphim sind diese Engelwesen, ja? Die haben sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Antlitz, also ihr Gesicht, ihre Augen. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Zwei brauchen sie noch zum Fliegen, ja? Also, <laughs> aber die anderen vier sind so zum Bedecken mäßig da. Und manche von euch kennen vielleicht so ganz alte Bilder. Man wundert sich immer so, hä, was ist das für komische Wesen so sechs Flügel und so? Das sind diese Seraphim und aber die Idee ist, dass Gott so herrlich ist, dass er so schön und so erhaben ist, dass die Engel ihn nicht anschauen wollen in seiner Herrlichkeit und sie bedecken aus Ehrfurcht ihre Augen und sagen, nee, Gott, du bist so herrlich, ich schaue dich lieber nicht an. <laughs> Einfach als Zeichen dafür, wie herrlich Gott ist. Aber hier sagt Jesus, die Engel, die sich um diese Kleinen kümmern, die dürfen Gott ins Angesicht schauen. Die haben direkten Zugang zu Gott. Und Gott kennt sie. Und das heißt, übersetzt, Gott hat einen besonderen Blick auf die Kleinen, auf die Kinder. Aber nicht nur die Kinder, auch die Kleinen und Schwachen in unserer Gesellschaft. Gott sieht sie auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er nimmt auch Anteil auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn ihnen etwas geschieht. <laughs> Noch eine Sache zu dem Mühlstein, ich will da mal ein Zitat vorlesen. Ähm, Zitat von Antti Wright über diese Bibelstelle mit dem Mühlstein. Wenn uns das grausam oder extrem erscheint, dann könnte das daran liegen, dass auch wir, die Kleinen, von denen Jesus redet, zu gering geachtet haben. Die Ausbeutung solcher Menschen ist unvermeidbar, wenn man davon ausgeht, wie die Welt jetzt ist. Aber denen, die sich mit diesem Zustand der Welt abfinden oder sogar davon profitieren, wird diese Warnung gegeben, die weit ernster ist als alles, was Jesus zu dem sagt, was wir für die großen Sünden halten, wie Mord, Ehebruch und Diebstahl. Diese Dinge zählen, aber noch schwerer wiegt, wenn man einen dieser Kleinen zu Fall oder ins Stolpern bringt. Herbe Worte, um eine herbe Realität anzusprechen. Vom Reich Gottes lernen heißt, den wahren Bosheiten der Welt ins Gesicht zu sehen und zu erkennen, dass Gott sie weit mehr hasst, als wir es tun. Das fand ich stark. Und da passt dann auch der Hürte rein, der den kleinen Schafen nachgeht. Und Gott will, dass keiner dieser gering geachteten verloren geht. Gott kümmert sich um diese Kleinen. Gottes Herz schlägt für die Verletzlichen und Schwachen. Und das sollte auch unser Herz als Gemeinde sein. Und wir müssen uns da vielleicht von Gott umkrempeln lassen, wo wir die Kinder vielleicht einfach aus dem Blick verloren haben. Vielleicht. Weil wir keine haben, weil wir so alt sind, weil wir so selbstzentriert sind. Auch Eltern können ihre Kinder total aus dem Blick verlieren über ihr Handy. Ich dachte so auf der Hinfahrt heute: Wahnsinn, oder? Die Kleinkinder, die heute geboren werden, müssen von Baby an mit dem Handy konkurrieren ihrer Eltern, was die Aufmerksamkeit angeht. Guck mal, so eine Mutter geht so mit Kinderwagen spazieren, so. Also nicht mit ihrem Tablet, aber mit ihrem Handy. Angenommen, das ist mein Handy. Geht so spazieren. Und ihr wisst doch, dass Kinder unglaublich viel dadurch lernen, durch diesen Blickkontakt mit ihren Eltern, oder? Die Eltern schauen das Baby an. Und die Mimik und Gestik der Eltern ist für das Lernen der Kinder, auch für die sozialen Skills und so weiter unglaublich wichtig. Aber was machst du, wenn deine Eltern von Anfang an mehr auf ihren Bildschirm gucken als in dein Gesicht? Was machst du dann? Dann fehlt dir was. Und du bist ständig in der Konkurrenz als kleines Kind heute, dass Mama mal von ihrem Smartphone wegguckt, dass Papa mal sein Smartphone weglegt. Du musst die ganze Zeit dieses Ding schlagen als kleines Kind. Papa, bau mal mit mir Lego. Nee, geht gerade nicht. Liest gerade ganz wichtige Nachrichten. <laughs> Papa, hier, spiel mal mit mir im Sandkasten. Nee, geht gerade nicht. Spiel gerade so ein Spiel hier. Geht nicht. So, ey Leute, ernsthaft? Sind unsere Kinder uns so viel wert? Ich weiß, Digga, nach der Arbeit, man ist müde, man ist kaputt, man muss sich auch mal entspannen, ein auf den. Man kann sich ja tausend Ausreden so zurechtlegen als Papa auch. Ja, geht jetzt halt nicht, ich habe keine Kraft mehr. Ja, stimmt, habe ich auch nicht. Aber vielleicht einfach trotzdem einfach mal, trotzdem versuchen, noch dem Kind zehn Minuten Aufmerksamkeit geben. Einfach wirklich so ungeteilte, so richtig Quality-Time das muss bei Kindern manchmal gar nicht so lang sein, wisst ihr? Das Kind muss jetzt nicht eine Stunde mit dir Lego bauen. Aber wenn du dir einfach jetzt noch mal zehn Minuten vom Abendbrot nimmst mit deinem Kind und einfach mal dein Handy irgendwo ganz weit weglegst, das ist so gut. Und lass uns als Gemeinde die Kinder einfach im Blick behalten. Ähm, Wenn es um den Kinderdienst geht, betet für die Leute, betet für die Geschwister, betet, ob ihr da mithelfen wollt. Ob ihr, ne, also schaut einfach, fragt Gott, wie kann ich für die Kinder da sein? Und unser Dasein für die Kinder ist nicht einfach nur, dass wir einen Kindergottesdienst haben, ne, sondern lernt die Kinder in der Gemeinde kennen. Lernt die jungen Menschen, lernt die Teenager in unserer Gemeinde kennen. Das sind echte Menschen. Die sind interessant, die sind spannend und die sind wichtig, die sind genauso wichtig wie deine erwachsenen Freunde. Glaub es mir, in ein paar Jahren sind die groß. Und dann ist das unsere Gemeinde. Aber kennen die uns dann, kennen wir die dann? Lass uns echt dafür beten, dass die Kids hier in unserer Mitte voll da sind. Ja Jesus, ich danke dir für ja, für dieses Wort, was sehr also mich auf jeden Fall sehr herausfordert. Herr, für mich persönlich, Herr, dass ich irgendwie mehr wie ein Kind werden muss, im Vertrauen, in der Demut, Herr, in der Selbsterniedrigung. Dass ich nicht so stolz bin, Herr, sondern einfach wie ein Kind auch lerne anzunehmen, Dinge aus deiner Hand zu nehmen oder aus der Hand anderer Menschen. Jesus, aber auch diese Warnung, die du uns gegeben hast, Herr, mit dem Mühlstein, Herr, ich möchte das nicht vielleicht nehmen, Herr. Und ich möchte dich, ja, Herr, wir alle haben doch schon mal wahrscheinlich irgendwas gemacht, wo unsere Kids ja, irgendwie in eine falsche Richtung gelenkt wurden oder so. Ähm, vielleicht einfach durch unser schlechtes Vorbild. Herr, und wir bitten dich, dass du da einfach gnädig mit uns bist, Herr. Auch als Eltern, wie viel machen wir falsch, Herr? Aber wir wollen lernen, ja, wirklich gut für sie da zu sein. Auch als Gemeinde wollen wir lernen, dass wir die Kinder einfach noch mehr sehen, sie wirklich wahrnehmen. Äh, nicht nur als nervige Störenfriede, sondern. Ja, als Menschen, die du hier in unsere Mitte gestellt hast, in unsere Familie, Herr. Ja, mach uns doch echt zu einer Gemeinde, wo sich die Kinder wohlfühlen, gut aufgehoben sind, wo sie sicher sind. Herr, wo ja, wo das nicht zutrifft, was auf viele andere Kirchen zutrifft, Herr. Jesus, ich bitte dich um deine Gnade, Herr. Ja, verändere unsere Herzen, krempel uns um, wenn es sein muss. Herr, du siehst uns, wenn wir hier gerade sitzen und noch zu stolz sind, noch zu hoch von uns denken. Und noch viel zu wenig wie Kinder sind, dann krempel uns umher. Denn wir wollen mit dabei sein in deinem Reich, Herr. Wir wollen dabei sein. Und wenn wir nur die Kleinsten da sind, aber wir möchten das miterleben, Herr. Und wir freuen uns darauf, wenn du wiederkommst, Jesus. Und wir danken dir für dein Vorbild, Herr. Du hast die Kinder gesehen, du hast sie gesegnet, du hast dir Zeit für sie genommen. Herr, hilf uns auch als Eltern. Irgendwo diese Zeit noch zu finden, Herr. Du siehst, was wir alles machen müssen, wie der Stress heute ist, Herr. Du siehst unsere Kaputtheit, unsere Müdheit, dass wir manchmal gar nichts anderes mehr können, als irgendwie auf unser Handy zu schauen. Aber Herr, gib uns dann durch deinen heiligen Geist. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich die Kraft deines Geistes, Herr. Um dann einfach wirklich nochmal ein bisschen durchzuziehen und mit unseren Kindern zu sein. Und uns anzuhören, was sie gemacht haben, was sie gerade machen, was sie gerade planen. Herr, all diese Dinge, Jesus. Ja, hilf uns, Herr. Amen.